Ihr wollt mit einer 360-Grad-Kamera Räume erfassen, eine Kopie erstellen, einen virtuellen Zwilling, zum Beispiel als Baustellendokumentation oder die Vorhersituation erfassen bei einer Sanierung, virtuelle Touren machen, aus dem Büro heraus betreten und vermessen. Wir haben für euch verglichen die beiden Top-Modelle von Ricoh, die Theta Z1 und die Theta X. Was die beiden können, wie das funktioniert und was dabei herauskam, das zeige ich euch in diesem Video. Kommt mal mit. Stativ dabei, Kamera dabei. Wir gehen rein, aufbauen, wieder raus, Aufnahme und fertig. Stativ aufbauen geht sehr einfach, sehr schnell. Nur wichtig, ganz ausfahren. Ja, Stativ ganz ausfahren hilft uns nachher beim Vermessen. Kamera drauf. So, jetzt drückt man einfach auf Aufnahme. Zack, startet schon. In 50 Sekunden ist es fertig. So, jetzt wollen wir mal anschauen, was wir hier rausgeholt haben, was die beiden Kameras so liefern. Die Ricoh Theta Z1 haben wir ja schon länger im Sortiment, die habt ihr schon im Einsatz, die kennt ihr schon. Und die neue Ricoh Theta X, die wir jetzt auch unterstützen, wo wir einiges dran getüftelt haben, um die Bildverbesserung zu implementieren. Starten wir mit der Z1. Schauen wir mal rein in den Kellerraum und hier sehen wir eine hervorragende Aufnahme, ein wirklicher Traum. Man muss aber gleich ehrlich dazu sagen, das liegt natürlich daran, dass wir hier einen super ausgeleuchteten Raum haben mit zwei Lampen aus verschiedenen Richtungen und auch noch zwei Kellerfenster, die Licht reinbringen. Besonders interessant ist bei der Raumerfassung, dass man die Ecken des Raumes sieht, unten und auch oben, damit man eine Raumvermessung machen kann. Und deswegen schauen wir natürlich direkt mal hier in den abgeschatteten Bereich unter dem Regal rein und wir sehen, es sieht also super aus, kann man sehr, sehr gut erkennen. Ja, was macht man jetzt, wenn man schlechtes Licht hat? Die Ricoh Theta Z1 hat einen sehr großen Bildsensor, die kann viel Licht einfangen und es sieht man jetzt auch gleich hier, das Licht ist aus, es kommt nur Licht über das Fenster rein und in Wirklichkeit war es natürlich viel dunkler in der Wahrnehmung. Die Bildverbesserung hat jetzt hier sehr viel rausgeholt und die Kamera kann super Licht einfangen und der große Sensor, der zahlt sich hier einfach voll aus. Wir sehen in diesem Raum trotzdem recht viel und sogar unten im dunklen, abgeschatteten Bereich sieht man super die Ecke. Ja. Die Ricoh Theta X hat einen kleineren Sensor, macht aber eine größere Auflösung. Hier wird also mehr mit Software gemacht und das sieht man jetzt doch bei einer dunklen Aufnahme. Da wird es bei der Ricoh Theta X ein bisschen schwierig. Ja. Es ist jetzt keine schlechte Aufnahme und man kann immer noch viel erkennen, aber wenn wir jetzt in den abgeschatteten Bereich runtergehen, hier unter dem Regal, ja, dann würde ich mal sagen, grenzwertig, geht gerade noch grenzwertig. Ja. So, aber bei der Aufnahme mit eingeschaltetem Licht im Keller, da sieht es hier bei der Ricoh Theta X super aus. Wir haben hier also eine sehr gute Aufnahme. Da sieht man wirklich leuchtende Farben und ich würde sagen, da kann man fast keinen Unterschied mehr erkennen zwischen den beiden Kameras. So, und dann schauen wir uns natürlich jetzt mal die Ecke hier unten an im abgeschatteten Bereich und bei eingeschaltetem Kellerlicht kann man die hier mit der Ricoh Theta X auch super erkennen. Die Bildverbesserung arbeitet softwareseitig, das heißt, ich brauche hier ein bisschen mehr Power beim Smartphone. Die App, das sollte also ein neueres iPhone sein oder ein Mittelklasse, Oberklasse Android-Handy. Und es kommen auch größere Bilder dabei raus durch die höhere Auflösung. Das heißt, es dauert auch ein bisschen länger, diese Aufnahmen dann in die Cloud zu übertragen. So, dann wollen wir doch gleich mal diesen Raum jetzt auch noch vermessen. Wir drücken hier oben auf Grundriss, gehen dann in die erste Ecke hier links unten rein, gehen jetzt rüber zur zweiten Ecke, gehen dann weiter zur dritten Ecke, die kann man gar nicht erkennen, da ist es wie für einen Keller typisch ein bisschen vollgestellt, gehen jetzt hier zum Abschluss in die vierte Ecke und wir sehen die Ecken wunderbar, können das Ganze jetzt hier abschließen, passen uns die Deckenhöhe an, damit wir da richtig aufgestellt sind und können dann die dritte Ecke, die wir nicht sehen,
hier noch über oben einpassen. Ja, wenn wir unten nichts sehen, dann gehen wir einfach über oben und passen das Ganze jetzt ein. Raumkonfiguration abgeschlossen. Wir haben vier Wände, einen Boden und eine Decke. Und genau so können wir jetzt auch auf der Wand einfach messen. Wir können auf allen Wänden messen, auf der Decke und auf dem Boden. Und man sieht, es funktioniert mit der Ricoh Theta X genauso wunderbar wie mit der Ricoh Theta Z1. Ich kann auch hier mal noch die Tür ausmessen und beliebige andere Längen, Flächen und Objekte ausmessen. Ein wertvolles Feature der Ricoh Theta X ist auch der Wechselakku. Ich kann also einfach hier aufmachen und den Akku rausholen und einen neuen vollen einsetzen. Super praktisch, wenn ich viele Räume aufnehme, ganze Stockwerke oder ganze Gebäude, habe da einfach mehr Zeit zum Arbeiten. Der Unterschied zwischen den beiden Kameras ist natürlich auch noch preislich. Wir haben hier einen sehr großen preislichen Unterschied und für das, dass wir mit der Bildverbesserung die Aufnahmen von der Ricoh Theta X so stark aufwerten können, würde ich jetzt mal sagen, pauschal kommen wir ungefähr an 95% der Bildqualität der Z1 ran. Klar, bei ganz schlechten Lichtverhältnissen ist die Z1 vorne, aber für die allermeisten Anwendungsfälle ist die Ricoh Theta X einfach eine echt empfehlenswerte Kamera. Und deswegen kann ich euch die auch wärmstens empfehlen. Nutzt diese Kamera. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß. Bis bald.